einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hi, ihr habt wahrscheinlich eingeschaltet, weil ihr wissen wollt, wie wir reisen. Wir machen ja eine Rad-Camping-Reise mit zwei Kindern. Also Aaron ist 14 Monate und Frieda ist fast 7. Und wir wollen mit dem Fahrrad los und campen gehen. Ist für uns lustigerweise auch, also für uns als Familie, das erste Mal campen und das erste Mal minimalistisch mit dem Fahrrad los. Genau. Also wir hatten ja schon mal, ich weiß nicht, wer jetzt neu auf dem Kanal ist, aber wir hatten schon mal eine Reise nach Thailand mit der Großen gemacht. Da waren wir 2 Monate, da waren wir schon relativ minimalistisch unterwegs. Ne? Von daher, wir wissen auch, dass wir mit ganz wenig zurechtkommen. Campen ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber ich zeige euch jetzt, oder wir zeigen euch jetzt mal, was wir so besorgt haben, wo wir glauben, dass es ganz praktisch ist. Wie gesagt, wir haben noch nichts davon getestet. Aber ich habe auf Instagram gefragt, ob euch das interessiert, und da hat eigentlich die Mehrheit dafür gestimmt. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Also ich würde sagen, ich habe es jetzt auch so ein bisschen unterteilt hier, so, okay, weil hier ist so ein bisschen Elektronik. Da ist so hier Schlafen, ja, Kochen. Essen. Und hier, wir können ja hier hinten mal anfangen, das ist das Größte bei uns. Unten ist das Zelt, also das ist auch sehr schwer. Das kommt mit den beiden Isomatten, die Melli hier hat. Genau, also das ist die große Isomatte, da haben wir uns auch wirklich beraten lassen. Also das Zelt ist von Decathlon und die Isomatten sind so eine Luft-Schaumstoff-Mischung oder sowas. Ich kann das so ganz schnell beschreiben. Ja, also Isomatten mit Luftfüllung, so selbst aufblasende Isomatten. Genau, also da haben wir jetzt auch ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, einfach weil ich gerne gut schlafen muss. Genau, und aber trotzdem sollte das Packmaß halt nicht zu riesig werden. Man hätte mit einer Luftmatratze kleineres Packmaß gehabt, aber also wir mögen das nicht, wenn der eine sich bewegt und der andere dann so rumwabbelt. Genau, deswegen haben wir uns für eine große und eine etwas kleinere für Frieda entschieden. Und die kommen zum Glück alle auf den Anhänger. Genau, die, also wir haben zwei Fahrräder, zwei Erwachsenenfahrräder, dann hat Frieda ihr Fahrrad. Die hat einen Woom 4, um das jetzt mal so zu sagen, damit ihr ungefähr eine Größe habt. Und dann haben wir noch einen Anhänger, und zwar ist es der Querido Kitgo 2020. Also der Kitgo 2020. Ja. So, genau. Und da kommen dann auf jeden Fall das Zelt, die Isomatten und sowas alles hinten drauf. Also wir haben noch nicht Probe gepackt. Ob alles in die Fahrräder so reinpasst, wie wir uns das vorstellen, wissen wir noch nicht. Also wir zeigen euch jetzt, was wir alles mitnehmen wollen, was wir denn alles reinkriegen, wird sich dann... Genau, und dann gibt es ja bald noch dann Vlogs, wenn wir dann wirklich unterwegs sind, ob das wirklich gepasst hat. Übrigens, Aaron sitzt da im Hochstuhl und knabbert seine Möhre. Mal gucken, wie lange das gut geht. Ihr seht im Hintergrund auch schon ein bisschen Markus sein Fahrrad. Ich glaube, man kann es hier nicht so richtig, wir sitzen davor. Achso, okay, können wir rutsch mal zur Seite gucken. Ja. Willst du das so zeigen? Ja, ja, das reicht doch. Ja. Ich meine, jeder weiß, wie ein Fahrrad aussieht. Aber Markus hat hier noch Fronttaschen dran. Die hat Frieda auch, die gleichen auch an ihrem Fahrrad dran, als hintere Taschen. Wir haben nämlich gesucht nach Taschen für Frieda, dass sie auch ein bisschen was mitnehmen kann und auch transportieren kann, auch weil sie es mehr gerne möchte. Aber was man so an Kinderfahrradtaschen gefunden hat, war wirklich ein Scherz. Deswegen haben wir die Taschen, die sind nicht so groß. Ich glaube, 10 Liter, genau, passen da rein. Und die haben wir ihr auch gut rangepasst. So. Genau, dann habe ich hinten noch Taschen dran. 20 Liter je Tasche, und dann kommt heute noch, habe ich hier eine 40 Liter Tasche, die oben drauf kommt. Dann habe ich insgesamt 100 Liter an meinem Fahrrad. Was ich schon ordentlich finde, weil so ein Backpack-Rucksack, der hat, weiß ich nicht, wenn man einen nicht zu großen holt, Das sind ja auch so 60 Liter. Deswegen, also wir haben jetzt natürlich ein bisschen mehr mit als beim Backpacking, wo wir jetzt in Thailand waren. Also nicht unbedingt von den Klamotten, aber einfach von den Utensilien. Wir haben Kocher dabei, Isomatten, das hat man ja sonst alles gar nicht dabei. Deswegen, genau, so viel dazu. Dann haben wir, was willst du hier weitermachen? Genau, dann, ja, wir können ja Kochutensilien, haben wir uns so ein Vierer-Pack geholt. Das ist eigentlich ganz cool. Also für 4 Personen. Einen Topf, eine Pfanne, einen Teller und Besteck. Und so ein Teekännchen. Achso, ein Wasserkocher, ja. Genau. Also Wasserkocher nicht, aber ein genau, ich hol's mal raus hier. Ein Topf mit Abguss quasi, wie man das nennt. Ja, du kannst ja mal, das ist der Topf, da drin ist dann. Hier, ein Waschlappen ist da, ein Spüllappen. Und hier sind die Bestecke drin. Die Pfanne. Oh, zeig mal ein Besteck. Ja. Und das hier ist jetzt der Löffel. Kann man so zusammenklappen, sieht man wahrscheinlich jetzt gerade nicht, aber... Ja, und das kam jetzt auch, glaube ich, unter 40 Euro bei Amazon.
Ja, also klar, wir haben jetzt alles neu gekauft, dadurch ist es alles ein bisschen teurer, aber selbst wenn wir später nicht mit dem Fahrrad campen fahren, sondern einfach mit Auto vielleicht, dann braucht man das ja auch. Und dann ist ein kleines Packmaß, ein leichtes Packmaß wirklich auch vom Vorteil. Und dann haben wir hier noch den großen Topf. Hier sind die Teller. Die sind jetzt auch nicht die größten. Nicht die größten Teller, aber sind halt Teller und vor allem lässt sich halt alles in einem quasi verstauen. Und dann sind hier nochmal kleine Getränkebecher drin und noch so Gummihalterungen, um die Becher zu unterscheiden. Ja, und ich glaube wegen Hitze. Genau, ja. Und das ist hier quasi der Wasserkännchen. Ja, willst du haben? Gib ihm doch hier so einen Löffel. Ja, kann er mal rumprobieren. Ah ne, die Gabel. Ja, aber dann habe ich noch mir hingelegt noch Tupperdosen, 3 Stück, die quasi so ineinander, die sich ineinander stapeln lassen, um dass wenn man Müsli essen könnte oder mal eine Suppe, weil das geht natürlich mit den Tellern, geht das natürlich schlecht. Ja, dann haben wir hier, um jetzt zu kochen, weil wir wollen jetzt nicht jeden Tag irgendwie, haben wir gesagt, wollen wir nicht da in Restaurant oder an einen Imbiss gehen, sondern ist ja auch für Frieda, finde ich, so ein bisschen mehr Abenteuer, wenn du denn selbst abends dein Essen zubereitest. Haben wir hier so, die packe ich jetzt nicht aus, ist so ein kleiner Gaskocher. Da habe ich jetzt nicht so einen genommen, den man oben auf die Gaskartusche, kannst du mal eine hochnehmen, raufschraubt, weil ich gelesen habe, wenn du den oben raufschraubst und hast dann oben drauf noch deinen 4 Liter Topf, dass der Schwerpunkt, dass es dann zu sehr wackelt. Also hier ist mit einem Schlauch befestigt, da dran und steht dann dieser Gaskocher daneben. Ja. Genau. Davon haben wir jetzt 2 Kartuschen, wenn das müsste eigentlich reichen. Ja, ich habe so gelesen, dass so eine Kartusche 90 Minuten brennen soll. Ich weiß nicht, ob es 250 Gramm muss ich jetzt. Also ein Gulasch kann sie damit jetzt nicht kochen, glaube ich. Ja, wer weiß. Dann hat Markus noch geholt ein Schloss. Für den, ja, so ein damit wir entweder die Fahrräder zusammen alle schließen können. Genau, also für nachts aus. Wir haben auch noch unsere normalen Schlösser, die wir natürlich auch an den Fahrrädern haben. Aber einfach, dass wir alles miteinander ein bisschen verbinden können. Genau. Ja, ich bin auch noch nicht so sicher. Irgendwie hätte ich gerne noch so einen dünnen Draht, dass man vielleicht unsere ganzen Packtaschen im Zelt oder noch ein Schloss zum Abschließen vom Zelt. Irgend sowas. Ja. Da muss ich mir heute noch Gedanken machen. Wir fahren ja erst morgen. Nee, dann haben wir Schlafsäcke. Aber die müssen jetzt nicht alle auspacken. Nee, also wir haben 3 verschiedene Schlafsäcke. Wir haben einen etwas dickeren. Maddie meinte, meine Laken sind ein bisschen zu dünn. Wir werden mal gucken, wer friert. Ich ziehe mir dann vielleicht den Pulli über. Ja, also für die Kinder habe ich von den Klamotten her auch relativ viel jetzt in Naturmaterialien bestellt. Also in Wolle, Seide. Die sind ja auch wärmeregulierend und reinigen sich quasi selber und das werde ich dann den Kindern auch zum Schlafen anziehen, deswegen werden wir mal gucken. Ja, ich habe hier noch nämlich 2 Hüttenschlafsäcke, die sind halt so eher wie Laken, 2 Laken. Ja. Ich habe einmal mit Frieda, da waren es nachts glaube ich 12 Grad, da fand ich schon ziemlich warm im Zelt. Ist auch, wenn aber da hatten wir ja die dicke Matratze ja, mit von uns. Wir werden sehen, also wir haben da... Wenn wir zu viert im Zelt sind, wird ja auch hier an der Hitze, ja. Deswegen, wir werden es sehen. Ich kann mir immer noch einen Pulli anziehen. Aber ich habe auch gelesen, dass man auf die Isomatten, dass man sich da auch nochmal was rauflegen sollte, weil man sonst ganz komisch schwitzt. Deswegen, selbst wenn das jetzt nichts wird, kann man eine von denen dann drunter legen, dass man da wenigstens drauf schlafen kann, damit das ein bisschen den Schweiß absorbiert. Kannst du ihm mal die Möhre und alles wieder hinlegen? Genau, und dann haben wir das und das. Was ist das hier eigentlich? Das ist das Sonnensegel. Wir haben auch oft geguckt, wo kann man Sachen vielleicht doppelt benutzen. Zum Beispiel hier ist ein relativ großes Sonnensegel, auch mit noch Seil dazu und die Haken für den Boden. Kann man aber gleichzeitig auch als Decke benutzen. Also als Picknickdecke so für den Boden, dass man sich mal wasserdicht, genau, kann. Damit wir jetzt nicht doppelt irgendwie noch eine Picknickdecke, ist jetzt nicht... Keine gemütliche Picknickdecke, aber man wird nicht dreckig. Genau. So, dann eine Sache, die wir uns dann doch als Luxus gesagt haben, sollten wir mitnehmen. Sitzen wir auch drauf? Achso, ja. Wo sind die Stühle? Da war natürlich auch wichtig, kleines Packmaß. Haben wir auch bei Amazon für 30 Euro pro Stuhl geschossen. Und da passt ein so ein Stuhl hier rein. Also mal als Vergleich, das ist Friedas Isomatte. Genau, also wahrscheinlich so groß wie eine Isomatte sind 2 Stühle. Ja. So, und dann haben wir hier noch den Tisch.
der wirklich auch eine feste Oberfläche hat, wo man auch wirklich was raufstellen kann. Ja. Der hält bis zu 30 Kilo aus und... Und es wiegt, weiß ich nicht, 1,5 Kilo. Ja, also ob sich das jetzt wirklich bewährt, werden wir euch erst später sagen können, deswegen. Genau. Ansonsten hat Markus... Dann kommt, genau, ja. Okay. Dann kommen wir zur Technik. Genau. Da habe ich jetzt, also wir sind ja auf Campingplätzen unterwegs, wo man wahrscheinlich Strom hat, aber die Sache ist natürlich, was hast du für Anschlüsse? Wir wollen jetzt auch kein 10 Meter Verlängerungskabel mitnehmen, weil das auch schwer ist. So eine Kabeltrommel wurde empfohlen. Denkt an eine Kabeltrommel. Ja, wir sind nicht mit Auto, deswegen ist so. Ja. Deswegen habe ich einmal eine große Powerbank noch besorgt und von einem Freund ausgeliehen ein Solarpanel. Heißt, wenn wir dann irgendwo unser Zelt stehen haben und da Sonne ist, dann wird das da rangemacht oder hingelegt, oder wenn wir irgendwo am See sitzen, hingelegt und die Powerbank geladen und können dann sozusagen... Oder irgendwie aufs Fahrrad hinten beim Fahren, genau. Fahren drauf machen, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann können wir die Powerbank laden und können dann unsere Handys laden oder Kamera nehmen wir ja auch mit. Drohne, genau. Muss ich dann wahrscheinlich, ja, da ich habe jetzt keinen... Genau, also wir bloggen ja da auch und dann werden wir ja sehen, wie wir das dann alles machen. Dann ganz wichtig natürlich fürs Zelt haben wir uns eine Lampe besorgt, die man oben anhängen kann. Wir haben ja von dem Zelt, das ist so ein, wie heißt es, Dark, Also Black and Easy? Nee. Wie heißt es? Warte mal. Black and Decker? Nee. Fresh and Black? Fresh and Black. Ja, also es ist innen sehr, sehr dunkel, wirklich in dem Schlafraum. Und deswegen ist so eine Lampe, glaube ich, gar nicht blöd. Zusätzlich haben wir aber trotzdem noch eine Stirnlampe. Die hatten wir noch aus Thailand, genau. Genau, die erwies sich auch als sehr, sehr praktisch. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann haben wir natürlich eine Musikbox dabei. Die feiern wir ja schon seit Ewigkeiten. Die haben wir sonst auch im Anhänger. Dann, die kann man auch super empfehlen. Das ist von Bose. Die ist auch wasserdicht. Macht einen super Sound für so eine kleine Box. Akku hält lange. Also die hängt eigentlich bei uns immer im Bad oder im Anhänger, hören die Kinder, wenn die zusammen drin sind, ist eine Geschichte oder Musik oder so, das ist wirklich praktisch. Und dann darf man nicht vergessen, ein Messer ist immer super wichtig, das haben wir in Thailand auch gemerkt, wenn man sich mal Obst schneiden will oder sowas, ist da ein gutes Messer auf jeden Fall Gold wert. Und dann hat Markus sich jetzt, zeig mal dieses Ding da. Das hier? Ja, ja, so ein Multitool geholt, wo halt alles dran ist, was man... Fürs Fahrrad braucht, ja. Genau, dass man einfach da abgedeckt ist. Da ist auch nochmal ein Messer dran. Ja, ein kleines Messer. Ein kleines Messer nochmal dran. Aber es ist ganz schön, dass man dann halt alles zusammen hat. Genau, ne? Bevor man sich jetzt so einen Werkzeugkoffer mitnimmt. Dann habe ich in einem Video mal gesehen, Rohrzange, also falls irgendwas, das hatte der jetzt auf der Weltreise mit. Ja, warte. So. Mit einer Rohrzange kriegst du einfach alles auf, ne? Ja, also, du, irgendwo steckt was fest, irgendwo hat sich was verbogen, du nimmst die Rohrzange, du kannst da, irgendwas ist verrostet, du kriegst das damit ab. Dann, das hat Maddie noch nicht gesehen. Nee. iPod. Sieht so aus, ne? Ja. Das ist eine akkubetriebene Kompressorluftpumpe. Da können wir, also ich wollte jetzt, ich habe nur so eine Standpumpe, dann habe ich so eine kleine, aber für die verschiedenen Aufsätze und Fahrräder. Und dann musste mal irgendwie Dollar aufpumpen, dachte ich, ist so eine super. Okay. Ja, du machst hier so ab und stellst den Druck ein und der pumpt für dich auf. Krass. Und kannst alles gibt, ey, kannst du per USB aufladen, genau. So, dann habe ich hier noch so... Genau. Die habe ich mir gewünscht, so ein bisschen, um einfach vielleicht am Anhänger noch irgendwas zu befestigen oder... keine Ahnung, ich glaube, es kann einfach nicht schaden, so ein Seil dabei zu haben. Und dann haben wir auch, Flickzeug haben wir natürlich dabei noch für die Fahrräder, für die Anhänger. Zwei Ersatzschläuche. Dann haben wir noch eine Schnur, um halt irgendwie Wäsche aufzuhängen oder sowas. Oder irgendwas anderes, vielleicht uns irgendwie aus dem Sonnensegel irgendwie, keine Ahnung, was zu bauen, keine Ahnung. Ja, klamottentechnisch darfst du dann Autan besorgen wir uns noch. Nicht Autan, Antibrummwolle wir besorgen. Für die Kinder halt mit Spray. Regenjacken. Regenjacken habe ich mir gestern von meinem Geburtstagsgeld gekauft. Also brauche ich euch ja nicht zeigen. Ich habe mir jetzt die hier von Patagonia besorgt. Das ist ein nachhaltiges Unternehmen in Blau. Keine Ahnung, muss halt jeder selber wissen. Die sind halt super leicht, sind nicht zu dick. Und ich habe auch gelernt, der hat mich gestern ein bisschen beraten zwischen wasserabweisend und wasserdicht. Habe ich aber schon wieder vergessen, was der Unterschied ist. Ich glaube, das eine ist auch ein bisschen, das Wasserabweisende ist zwar nicht so wasserdicht, aber dafür, glaube ich, atmungsaktiver. Ist immer so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Regenjacke, allgemein Regensachen für die Kinder auch, ganz wichtig. Dann klamottenmäßig werde ich für die Kinder wirklich sehr spartanisch packen. Windeln dürfen wir nicht vergessen. Ansonsten werde ich
ja, was Langes, was Kurzes einpacken, Badesachen, einmal feste Schuhe, einmal Schlappen. Ja, also wir werden die, wie wir es in Thailand schon hatten, die Achso, Klamotten in... diese Packdinger, die haben wir auch euch mal in Thailand empfohlen, weil die wirklich super praktisch sind. Also unabhängig jetzt davon, ob ihr campen geht oder irgendwo anders hinreist. Also die haben wir jetzt neu bestellt gehabt, weil die anderen langsam, ja, ein bisschen, also ein paar sind verloren gegangen, ein paar sind kaputt gegangen. Aber das sind so Packtaschen. Bei uns halt immer jeder eine Packtasche. Das sieht richtig aus, ja. Bei uns halt immer jeder eine Packtasche. Das sind quasi Taschen, wo man die Klamotten reinmacht. Und dann kann man die quasi das Volumen von den Packtaschen nochmal ein bisschen verringern, indem man dann den anderen Reißverschluss schließt. Und dementsprechend klein ist es dann. Ja, aber hier mache ich zum Beispiel, hier rolle ich auch die Sachen, damit einfach noch mehr reinpasst. Und dann kommt, also ich habe noch Fahrradtaschen hinten bei mir dran, dann habe ich den Fahrradsitz noch dran bei mir, um ja, Aaron auch mal in den Fahrradsitz zu nehmen, wenn er denn Bock hat oder keinen Bock mehr hat auf Anhänger, je nachdem, dass er einfach auch eine kleine Abwechslung hat zum Gucken. Und ansonsten kann ich ja in mein Fahrrad, in den Fahrradsitz auch noch irgendwas mit reinpacken. Genau, dann haben wir, glaube ich, alles. Und alles, was so Campingplatz, also wir wollen jetzt nicht irgendwie jeden Tag 60 Kilometer fahren, weil Frieda fährt ja noch gar nicht so viel. Wir wollen es wirklich ganz entspannt angehen lassen. Wir wollen, haben jetzt 3 Zeltplätze rausgesucht. Ja, die so alle von der Entfernung ist alles so, die Touren immer 20 bis 25 Kilometer, das schafft Frieda auch. Ja, genau. Und dann wollen wir halt da so 2 bis 3 Nächte bleiben. Für den Anfang finde ich das überhaupt nicht verkehrt. Wir haben jetzt noch einen Geburtstag, der ansteht. Zu dem Geburtstag wollen wir wieder da sein. Und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht haben wir danach, also Markus hat noch ein paar Jobs jetzt, vielleicht fahren wir danach nochmal eine Woche irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen erstmal gucken. Vielleicht fahren wir auch früher nach Hause. Wir müssen einfach mal gucken, wie das Wetter spielt. Ja, vielleicht sagen wir nach 3 Tagen auch, oh Gott. Ja, ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, jeden Tag dieses Zelt abzubauen und wieder aufzubauen und mich neu einzurichten. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Ich meine, es muss auch ein bisschen Entspannung muss ja sein. Pass auf, dass er die nicht runterpfeffern, Markus. Ja. Gib ihm die Stirnlampe vielleicht. Die darf er runterpfeffern? Nee, aber die hat er noch nicht gehabt. Vielleicht ein bisschen interessierter daran. Genau, ja, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt erstmal so ein bisschen inspirieren. Wir sind, wie gesagt, selber sehr gespannt, wie es wird. Aber dadurch, dass wir halt mit Corona oder durch Corona nicht ganz so flexibel sind, was das Reisen angeht, beziehungsweise wir einfach noch nicht den Mut haben, irgendwo hinzufliegen, weil wir wirklich Schiss haben, dann irgendwie, dass dann da ja, die Rückhole nicht... Quarantäne. Ja, also das ist uns einfach nicht. Deutschland hat trotzdem ganz, ganz viele Ecken, die wir noch nicht kennen, die schön sind und wir sind totale Naturliebhaber und deswegen glauben wir, dass uns das eigentlich ganz gut gefallen könnte. Wir sind auch gespannt, wie voll die Campingplätze sind. Ja, weil genau. Jetzt machen ja viele irgendwie campen oder bleiben im eigenen Land und so. Wir gucken das einfach spannend, mal. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr ein bisschen up-to-date sein wollt, auf YouTube kommen natürlich nicht so viele Videos online, dann schaut einfach bei Instagram vorbei. Da werde ich euch dann in den Stories mitnehmen. Aber später wird es natürlich auch noch einen Vlog davon geben, aber eben nicht so zeitnah wie Instagram. Genau, dann ich habe euch versucht, alles unten in der Infobox zu verlinken. Wenn noch irgendwas fehlt, dann sagt mir einfach Bescheid. Aber ansonsten versuche ich euch bestmöglich alles rauszusuchen, beziehungsweise Markus gibt mir die Links. Ja, toll. Brauchst du einfach nur in deine Amazon-Bestellliste gucken. Und dann hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Aaron, sagst du auch tschüss? Mach mal winke. Nee. Hier, sabberst du die Lampe an? Ja. Reingucken. Voll reingeguckt. Genau. Also, tschüss.